herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf MJG Retro. Und wir haben hier eine... Was ist es denn? Der geneigte Zuschauer, der schon seit WoWNATech bzw. Mikes Hobbyzimmer dabei ist, wird dieses Gerät wieder erkennen. Das ist der Compact Proliant DL320. Ich glaube G1, aber hier steht noch kein G dabei. Das ist ein Server, ein ganz kompakter sogar. Der einzige Server, der bei mir noch im Fundus verblieben ist. Und das ist nicht nur ein Server, das ist, wie nenne ich den? Das ist der Laptop unter den Servern, weil wegen. Das ist ein, ja, beides Diskettenlaufwerk und CD-ROM-Laufwerk sind in Laptop-Bauform. So, leere BIOS-Batterie, ja, muss ich noch tauschen. Er hat eine stinknormale Knopfzelle CR023, davon habe ich ja mittlerweile genug jetzt. Novell Netware ist drauf, 411er. Da waren ein paar Sachen drauf. Als ich den gekriegt habe, glaube ich, war dann Ubuntu drauf, glaube ich. Dann hatte ich da mal selber ein Debian drauf gehabt. Novell 565 weiß ich jetzt nicht. Ja, und dann zum Schluss, im Jahre 2019, habe ich hier Novell 411 installiert. Und der lief auch zuletzt 2019, wo ich mit dem Despro 4000 die ganzen Disketteninstallationen-Marathons gemacht habe. Ja. Und seitdem war eine Versenkung verschwunden. Und ja, schauen wir mal, was sich da noch tut. Ja, er blinkt schon vor sich hin. Ich habe Netzwerkkarte reingestöpselt. Davon hat er zwei. Also man hier sieht hier, das ist für Festplatte. Das ist hier, wie nennt man das hier? Ich glaube hier so ein Gesundheitslämpchen, das dann sagt, hey, ich bin in Ordnung. Er hat zwei Netzwerkkarten. Eine ist angeschlossen, die zweite nicht. Dann hat er dieses Lämpchen. Da kann man dann hinten drauf drücken. Und dann kann man dann, das sagt ihr dann, an dem Rechner arbeitest du. Ja, kann man glaube ich auch per Fernwartung einschalten. Das ist dafür ganz gut, wenn du im Rechenzentrum bist und du hast dann zigtausend, ich habe keine Ahnung, will Server rumparken. Und dann konnte man sich dann merken an dem Licht, aha, das ist dann der Server, womit ich arbeite. So, verbaut ist hier ein Pentium 3. 1,26 Gigahertz, 512 Megabyte sind verbaut. Also 428 Megabyte Arbeitsspeicher. Besonderheit an dem Rechner ist, wir gucken mal rein, bevor wir ihn anmachen. Die Besonderheit bei dem Rechner ist, er läuft mit stinknormalen IDE-Platten. Ja, IDE-Platten kann man hier reinfriemeln. Das ist der erste Server, deswegen habe ich mir ihn auch besorgt, weil ich das nicht glauben konnte. Der läuft mit IDE-Platten. Die Server, die ich hatte, hier der Proliant 3000, der Proliant 1600 und der andere hier, Lucifer, Proliant 360, 380, G4, meine ich, das schwarze Monster, die liefen mit SCSI-Platten. Natürlich auch die Hot Swappable waren. Das sind die Platten hier nicht. Wenn man die hier ausbauen muss, dann muss man den Server erstmal ausmachen, rumschrauben. Das ist Netzteil, das ist auch nicht hot swappable, das muss man auch vorher abstöpseln, weil wie man das hier sieht, ist das hier mit einem
Anschluss angeschlossen, das wie der wie ATX aussieht. Ob das ein ATX-kompatibler Anschluss ist, weiß ich nicht. Das ist das Netzteil hinten von Light-On gezimmert mit zwei kleinen Lüftern, die auch im ausgeschalteten Zustand des Servers laufen. Das ist, um Fernwartung zu machen, um mir auf das ILO drauf zuzugreifen. Hat der ILO schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Dieses ILO, dieses Integrated Light Out System, wo man dann sich noch den Serverstatus abrufen kann, um zu gucken, was ist denn mit dem Server los. Jo, was haben wir noch im Angebot? Dann haben wir hier eine Reisercard PCI 64-Bit Ausführung. Also eine PCI-Karte kann man hier einbauen. Grafikkarte ist on board, hier eine Wage On von ATI. Das ist hier der Arbeitsspeicher. Hier ist die CPU versteckt hier drunter. Und das ist jetzt hier der Controller. Das ist ein IDE-Controller, Ultra ATA-Controller. Theoretisch kann man hier sogar vier Platten anschließen. Einmal Secondary, einmal Primary. Quatsch, ist so richtig. Also Primary und Secondary Channel sind vorhanden, aber natürlich kompakt-typisch hängt da nur eine Platte an einem Kanal dran. Dann haben wir noch einen IDE-Strang, zumindest wird er als IDE erkannt. Oder hier ist ein Kombi-Strang, wie ich den jetzt mal nenne, wo hier das Diskettenlaufwerk / CD-ROM-Laufwerk dranhängt. Was haben wir noch im Angebot? Hier ist die BIOS-Batterie versteckt da unten. Die muss ich noch austauschen. Dann haben wir hier einen Piezo-Speaker. Jo. Dann insgesamt hier drei kleine Lüfter. Da noch zwei Lüfter. Dann haben wir hinten serielle Schnittstelle, VGA-Anschluss. PS2-Port für Maus und für Tastatur. Dann hier zwei Netzwerkkarten. Und ich habe gesehen, hier sind auch irgendwo noch USB-Slots versteckt. Ich glaube, hier hinten irgendwo zwei USB-Ports. Jo. Der geneigte Leser oder der geneigte Zuschauer wird gerade sehen können, dass hier zwei unterschiedliche Platten drin sind. Gekriegt habe ich den Server mit zwei gleichen Platten. Also diese hier, die Maxdor D740X-6L. Und ja, falls einer sich fragen sollte, Moment mal, diesen Aufkleber hier, den kenne ich doch von einer anderen Firma. Und auch so ein bisschen wie vor. Ja, das stimmt. Nämlich, das sind noch Festplatten, die im Quantum-Look gefertigt worden sind, aber schon mit Maxdor-Logo. Wenn einer fragen sollte, hä? Ja, doch. Maxdor hat die Festplattensparte damals von Quantum aufgekauft. Deswegen sehen die ersten Platten aus, oder einige noch, die außer Quantum-Fertigung stammen, so verräterisch nach Quantum aus. Und das ist dann hier eine richtige Maxdor-Platte. Allerdings schon, wer es jetzt gerade gesehen hat, läuft diese Platte hier unter dem Namen Fireball. Wenn man sich jetzt überlegt, Moment mal, woher kenne ich denn den Namen Fireball? Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, auch Fireball ist ein Name von Quantum eigentlich. Den hat sich dann Maxdor auf die Platten dann gehämmert. Jo. Und jetzt ist die gute Frage, warum ist eigentlich die Platte drin und nicht die Originale? Weil die Originale kam im defekten Zustand an, beziehungsweise ist während des Betriebes bei mir kaputt gegangen. Deswegen habe ich die da reingesetzt. Und was auch noch eine Besonderheit ist von dem Rechner hier, das ist nämlich hier, ich sag mal, ein Low-Cost-Server. Das ist so ein, ich sag mal, Möchtegern-Server. Weil
Hier ist nämlich ein Modul verbaut, nämlich hier der IDE-Controller. Ist auch ein Low-Cost-Controller, der auch teilweise auf normalen Motherboards für den Desktop-Bereich eingebaut worden ist. Und wenn ich hier Sachen danach suche, dann lese ich überall, ja, nicht so guter Dingen. Was auch ist, der Chip, der hier verbaut ist, das ist ein, schreibe ich mal drunter, wenn ich dran denke, ist eigentlich auch ein, als RAID-Controller auf normalen Motherboards verbaut mit eigenem BIOS und mit eigenem RAID-BIOS, aber bei dem Server ist der Teil, so wie es aussieht, abgeschaltet, weil ich finde zwar den Schriftzug BIOS für dieses Gerät, aber keine F-Tastenbelegung, dass man da reingehen kann und ein RAID erstellen kann. Nein, da muss man RAID selber mit einem Betriebssystem erstellen. Oder halt die Platten einzeln laufen lassen. So wie es momentan hier läuft. Jo. So, wie gesagt, seit wann ist der jetzt in meinem Besitz? Ich denke mal seit 2018. Aus welchem Jahr das stammt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, da gab es Compaq noch. Also ich denke mal so zwischen 2000 und 2002 wird der gezimmert worden sein. Dann natürlich, wie Compaq üblich, ist ja auf den Innenseiten hier alles Wichtige, was man braucht, vermerkt, so dass man nicht immer das Handbuch mitschleppen muss. Warte mal, ich habe gerade hier irgendwo gesehen. Zumindest das Gehäuse scheint 2002 gezimmert worden zu sein. Ich meine, ich sehe 2002, 6, 7, also denke ich mal Juni, 7. Juni 2002. Also dann wird der nächstes Jahr 20. Ja, was uns noch so auffällt, irgendwie ist der Desktop höher als der Server. Ja, so weit kommt es noch einmal. Schalt mal ihn mal ein. So, den Take nehme ich jetzt gerade nochmal neu auf, weil ich blöd mal vergessen, Aufnahme zu drücken. Deswegen. Ja. Meldet er uns nicht, dass wir hier noch nichts. Dass die Konfiguration noch nicht gespeichert ist, dass die Batterie leer ist, weil, wie gesagt, ich habe vergessen, um Aufnahme zu drücken. So sieht's aus, Klaus. Dementsprechend ist das Rombeis auf Deutsch. Also ich habe es jetzt auf Deutsch mal eingestellt, nur damit wir lachen können. Ja. Aber ich habe jetzt noch nichts gefunden, wo ich wirklich sage, mal, das ist wirklich zum Lachen. Weil bis jetzt haben die, wir sind ja nur bis PC-Geräte gekommen, haben die alles wunderbar, außer hier Portcom, das ist dann der Comport wahrscheinlich. Betriebssysteme, andere, wenn ihr Novell hast oder so, Windows 2000 und was man hier auch sieht, Windows.net, wenn man fragen sollte, was ist ein Windows.net? Windows 2003 Server sollte ursprünglich Windows.net heißen. Und Windows XP, soweit ich weiß auch. Wie gesagt, Windows XP und Windows 2003. Also Windows 2003 Server ist das Server-Gegenstück zu Windows XP, wenn einer fragen sollte. Bei Microsoft war es ja immer so gewesen, ich glaube ab NT 3.5.1, meine ich, war das gewesen, oder ab NT 3.5, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Da gab es dann immer die Workstation-Version und auch die Server-Version. Deswegen haben wir auch einen Windows NT Server 4, einen Windows NT Workstation 4, Windows 2000 hat man jetzt keinen Server hingeschrieben,
Da haben wir Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server. Windows 2000 Workstation haben wir nicht, weil ab Windows 2000 der Namensschema geändert worden ist. Und dann ab Windows, ja, alles was nach Windows 2000 kam, hieß anders. Ich sage ja Windows XP, Windows Vista. Wie war das noch? Bei Windows XP ist die Serverversion Windows 2003. Also XP wäre dann XP Workstation. Da haben wir auch nur Windows XP Home und Professional. Bei Windows Vista wäre das Servergegenstück Windows 2008. Bei Windows 7 ist es der Windows 2008 R2 Server. Bei Windows 8 ist es Windows 2012. Bei Windows 8.1 ist es dann Windows 2012 R2. Und ja, Windows 10, da gab es dann mal die Windows 2016. Ich glaube Windows 2019 die Server-Varianten. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, weil ich nach Windows 2012 R2 nicht mehr so ganz am Ball beim Windows gewesen bin. Ja, Linux könnte man draufhauen. Solaris wäre mal eine Option zum Testen, also Sun Solaris. Normalerweise läuft das System ja nur auf die Architektur, die von Sun gezimmert worden ist, nämlich auf Spark, soweit ich weiß. Ich glaube, die hießen Spark, ne? Ja, Bootreihenfolge. Also dann hier unten. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, alles schon mal gezeigt gehabt auf Mike's Hobbyzimmer. Aber wie gesagt, gucken wir uns alle hier nochmal an. PCI-Geräte integriert ist eine ATIOH XL auf Interrupt 10. Dann haben wir hier Compact Advanced Management Controller IEQ7. Keine Ahnung, ob das eine abgespeckte Version vom ILO ist. Denke ich aber mal wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man den erreichen könnte. Gelegt auf Interrupt 7, wo eigentlich ein LPT-Port hängt. Compact PCI USB Controller auf Interrupt 5, auch wo ein LTP-Port hängen sollte, aber ich habe gesehen, der Server hat kein LTP-Port mehr. Nur noch einen seriellen Port, dafür zwei USB-Schnittstellen. Dann haben wir hier zwei Karten vom Typ NC3163, beide auf Interrupt 11. Und den Compact Ultra AT100 Controller, das ist dann hier dieser kastrierte RAID-Controller. Reihenfolge kann man hier einstellen. Datum und Uhrzeit haben wir. Systemkennwort lassen wir mal. Systemkennwort eingeben haben wir nicht. Serial Number. Interessant, obwohl Deutsch steht jetzt hier Inter-Serial Number. Die Seriennummer steht sogar im Gehäuse, also der Inhalt ist mit der übereinstimmend. Weitere Option. Tabellen der automatischen, was ist das denn, um die MPS-Tabelle einzustellen? Was ist das? APIC deaktivieren. Was ist eine Tabelle der automatischen? Tabelle der automatischen. Warte mal eben. Utility Language, gucken wir mal. Autoset Table. Table ist Tabelle, automatisches Sitzen der Tabelle. Automatisches. Ich wüsste jetzt selber nicht, wie ich das übersetzen soll. Deaktiviert, gesamte Tabelle. Tabelle zu und Tabelle der automatischen. Da hat bestimmt einer Set falsch übersetzt. Was? Set heißt doch setzen. Oder? Setzen der automatischen Tabelle, würde ich sagen, oder sowas. Keine Ahnung. Beschleunigen Post, daher Quick Post.
Aktiviert automatisch Server Recovery, macht einen leeren zumindest automatischen Recovery-Einstellungen. Okay, keine Ahnung, Recon LAN ist Chlor, ist deaktiviert, ist Kettenkontrolle aktiviert. NMI-Dampfschaltfläche, guck mal hier. Da werden die Umlaute nicht dargestellt, hätten die auch AI nehmen können. Thermische Abschaltung aktiviert, PXE-Optionen. Optionen, okay. Stempelwerfen wenden. Also wie gesagt, ich muss sagen, Automatic Server Recovery, da wussten die glaube ich auch nicht, wie sie übersetzen sollen. Aber ich glaube, da hätten wir gelacht. Spanisch. Okay, damit kann ich ja überhaupt nichts anfangen. Französisch. Okay. Außer Language, der Dings hier unten. Also ich kann überhaupt nichts. Französisch kann ich ja gar nicht, aber. Italienisch. Ich kann nur PCI und Controller. Das ist das Passwort. Das kann ich noch, aber. Oh, Japanisch. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler begangen, aber. Japanische Schriftzeichen. PCI kann ich. Also ich kann kein Wort Japanisch, muss ich sagen. Ich erkenne die Schriftzeichen, das war aber auch schon. Aber kann ich ja mittlerweile Japanisch, Chinesische und Koreanische Schriftzeichen kann ich unterscheiden. Komm, wir wechseln mal wieder. Was war das denn jetzt hier? Deutsch, das müsste Deutsch gewesen sein. Ah, guck mal, dann geht er auch in den Grafikmodus rein, deswegen schaltet... Ah. Aber ehrlich gesagt, ich glaube auf Englisch. So. Jo. Hatten wir es auch mal. So, dann muss ich mal kurz hier auf F5 gleich drücken. Keyboard-Error, ja, ist klar, ich weiß. Da der Controllername CSA64U Ultra IDE Controller. Und ihr seht, theoretisch könnte man hier 4 Festplatten anschließen. Aber dazu fehlt noch ein bisschen Platz. Und wie gesagt, Kompakt-Type schenkt immer nur ein IDE-Laufwerk an einem Strang dran. So, dann gucken wir mal hier rein. Ein stinknormales hier. Optisches Laufwerk in der, wie man es vom Laptop erkennt, auch das ist Kettenlaufwerk im Laptopform. Und es ist unglaublich, dass der Server wirklich kleiner ist als der Desktop von der Höhe her. Und er ist gar nicht mal so laut her von den Lüftern, aber also. Da macht der Rendersklave mehr Palaver, du. Aber er ist dafür auch leiser als Godzilla oder die anderen beiden. Als Lucifer. Die hatten da ein paar mehr Lüfter mehr drin. So. Ich habe das jetzt eben gemacht. Hier haben wir ein DOS drauf. Novell braucht ein DOS zum Starten. Ja, im Moment ist hier nur Novell 4.11 drauf. Und wie schnell das hochfährt, wow. Novell 6.5 braucht dann noch Ewigkeiten. Wenn das Ding schon oben ist, das ist ja schön an Novell 4.11. Aber das Problem an Novell 4.11 ist auch, es piepst. Nein, das ist normal. Er sagt dann nur, hey, Server ist oben. Das sind hier Fehlermeldungen von Dingen, mit denen ich experimentiert habe. Netware IP habe ich experimentiert. Der 5. Juli 2021.
Oh. Dann habe ich da was ver... Warte mal, ein Date? Kennt er nicht. Nee, wir sind nicht im Juli. Heute ist der Mai. Da habe ich was für Time, ne? Nee, mal gucken. Set Time. Nicht? Echt? Unknown? Komisch, hier oben steht's aber drin. Habe ich bisher noch nie gemacht am Novell-Server, oder mir ist es nie eingefallen? Da, neun Time, da. Jetzt zu nehmen. Okay. Na gut, Time-Sync ist auch, ist klar, weil wegen... Das ist ja auch der einzige Server hier im Baum. Wenn wir rausgehen. So, Monitor. Ah, oh, das ist wieder geil. Der alte Monitor. Und das Schöne ist, der alte Monitor hat noch die NV-Snake. Aha! Als Bildschirmschoner, was ja der 6.5er nicht hat. Und dann nach ein paar Minuten wird alles hier schwarz und dann wandert hier eine rote Schlange. Und je mehr Auslastung der Server hat, umso schneller wird die Schlange und umso länger. Und je mehr Prozessoren du hast, also wenn du jetzt ein Zwei-Prozessor-System hast zum Beispiel, hast du hier zwei Schlangen, eine rote, eine blaue. Und die rennen dann um die Wette, je mehr der Server ausgelastet ist. Oh, Network VL von 1996. Sache, meine erste Network-Version war gewesen die 4.01. Das war eine Beta-Vision. Da konnte man sich die CD, glaube ich, für 10 Mark. Habe ich die aus dem Computerladen? Ich habe die, glaube ich, nicht mehr, leider. Hatte dann eine 2-User-Lizenz gehabt, ich glaube Timebombed, und als die ausgelaufen ist, hattest du dann eine, ist dann die Netware, wenn du keine Lizenz hast, automatisch eine 1-User-Lizenz. Und das war mir damals egal, weil ich war immer nur mit einem Rechner angemeldet gewesen. Den habe ich ja damals als Datenspeicher benutzt gehabt. Für die ganzen Disketten. Wie gesagt, die HD-Disketten, mit denen stand ich damals schon auf dem Kriegsfuß und jedes Mal immer 7 Disketten für eine Windows-Installation und dann Emmy Pro nochmal 7 Stück und das lipperte sich dann, ich sage ja, Office. Hat das damit auf Disketten gehabt oder auf CD? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Aber Word 6 habe ich auf jeden Fall gehabt. Das war auf Disketten gewesen. Hui, 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 ja, und... Ja. Und wie gesagt, seit ungefähr 1994 läuft bei mir ein Netware-Server. Zwischendurch gab es auch mal eine Pause. Dann lief dann auch mal ein Windows-Server und mal ein Linux-Server. Aber jetzt hier wieder, wo ich... mich hier wieder mit Retro beschäftige, mit alten Rechnern, habe ich dann 2019 den hier eingerichtet mit Novell 4.11. Ein Nachteil hat die Geschichte. Novell 4, wie gesagt, die bis Novell Netware 5.0, also bis, nee, ab Novell Netware 5.0 konnte das Novell Core Protokoll auch mit TCP/IP zurechtkommen. Das ging bis zur Version 4.11 nicht. Die 4.2er, ob die das schon konnte, weiß ich nicht, weil ich die nie in Aktion gesehen habe. So, und das ist mein Problem.
Weil das Hauptprotokoll von Novell war die Eigenentwicklung SPX-IPX. So, und Problem ist, das kann man zwar unter Windows nachinstallieren, aber seit Windows Vista hat Microsoft das IPX-SP-Protokoll rausgeschmissen bei Windows. Das heißt, in Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 kennen das nicht mehr. Nur noch TCP/IP. Problem ist dann, obwohl es einen Novell-Client gibt bis Windows 10, kann man auf die Netware 4.11 nicht mehr zugreifen. Und das ist mein Problem, weil ich habe es ja so. Deswegen habe ich den 6.5er-Server hier parken, weil da können die Novell Cores TCP/IP. Und der ist ja sozusagen mein Austausch zwischen den alten Rechnern und dem Windows 10-Rechner. Weil ihr kennt die Geschichte ja schon, Microsoft hat ja aus Sicherheitsgründen ältere SMB-Protokolle abgestellt. Und dasselbe gilt auch für den Samba-Server für Linux. Und man kann die zwar wieder einschalten, die älteren Protokolle, und dann die Sicherheitsstufen runtersetzen für Windows und für Linux Samba-Server, aber wie schon gesagt, auf Kosten der Sicherheit. Dann kannst du auch wieder von den alten Rechnern, auch von Windows 3.1, von MS Client hier für DOS, wieder auf Windows 10 zugreifen, aber nee. Und deswegen habe ich den Novell-Server noch laufen, aber mein Problem ist, wie gesagt, dann, ich könnte jetzt zwar wahrscheinlich auch einen 6.5er-Server hier auf den laufen lassen, kein Thema. Weiß ich nicht, ob der dafür zu schwach ist. 512 Megabyte hat er nur. Also Godzilla, der Protean 3000, der war damit überfordert gewesen, weil das nur zwei Pentium 2 350 MHz Prozessoren waren, glaube ich. Obwohl, der hat einen GHz Prozessor. Pentium 3, müssen wir ausprobieren. Aber er hat weniger Arbeitsspeicher. Godzilla hatte, glaube ich, irgendwas mit, da war ich, glaube ich, bei 1 GB dran gewesen, während der nur 512 hat. So, und die Geschichte hier von Netware ist noch Problem. Sie kann nur SPX-IPX. Die Möglichkeit, und jetzt sagen sollte, Moment mal, du kannst doch auch bei Novell TCP/IP nachinstallieren. Ja, stimmt, das Protokoll kannst du nachinstallieren, aber die File-Services, das Netware-Core, der Netware-Core, läuft nur mit SPX-IPX. So, und dazu gibt es dann wieder ein Tool, das auch mit der Netware 4.11 mitgeliefert wird. Das nennt sich Netware-IP. Aber da bin ich zu blöd, das Ding zu konfigurieren. Und das klappert dann nicht noch. Klappert nicht so, wie ich das möchte. Deswegen, ich möchte hier eigentlich hier die Netware drauf laufen lassen. Die 4.11er. Weil es war schon Krampf gewesen, Netware 4.11 auf diesen hier drauf zu kriegen, auf den Compact von 2002, weil der schon zu neu war. Das ist so ähnlich, als wenn du versuchst, Windows 98 Second Edition hier mit 500 GB Platten hier zum Laufen zu kriegen. Und es atta und so. Ne? Da hat dann die Community diverse Treiber gepatcht, sodass zum Beispiel auch hier größere Platten als 8 GB unter Netware 4.11 zum Laufen gebracht werden konnten. Ich sage, wie gesagt, es laufen hier eine 40er und eine 30er Platte drin. Das auch unter IDE Ultra DMA funktioniert, das lief ja auch nicht. Glaube ich nur bei speziellen Chipsätzen. Jetzt läuft es mit allen IDE-Chipsätzen. Was gab es dann noch, was die bei Netware nachgepatcht haben? Und dann noch ein paar andere Sachen. Ist halt, wie gesagt, wie mit Windows 98, ne? Also wie gesagt. Und eigentlich
ist der dieser NetWare4Elf-Server, der jetzt hier drauf läuft, wirklich nur dazu da, um hier mit den alten, damit die alten Rechnern sich austauschen können, beziehungsweise dass ich hier Backups drauf ablegen kann, dass ich, ohne jetzt jedes Mal eine CD brennen zu müssen, hier Betriebssysteme installieren kann, die Installationsdaten von dem Betriebssystem so rum auf die Rechner verteilen kann und so weiter. Dafür ist der eigentlich da, der 4.11. Aber halt, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr mit Windows 10 drauf zugreifen. Deswegen nächste Baustelle wird hier sein, entweder NetWare IP zum Laufen zu kriegen. Und das sind hier diese Fehlermeldungen. Hier NWIP, NetWare IP. Und das ist nicht so trivial. Ja. NetWare 5 könnte ich versuchen. Das habe ich ja hier als Original rumparken. Beziehungsweise auch mehr so als eine Timebomb-Version. Warte mal. NetWare 5? Also die Lizenz, ne? Aber das Problem mit NetWare 5 ist dann wieder, jetzt kommt's, das ist dann so ähnlich wie mit Windows 95 und schnelleren Prozessoren. Läuft nicht, weil die NetWare 5 benutzt zum ersten Mal Java-Module für das Installationsmenü. Und bei Rechnern schneller ab 350 MHz, ich glaube ab Pentium 3 oder Pentium 2 oder generell ab 350 MHz, gibt es einen Runtime-Error. Und dann kannst du nicht installieren. Bei NetWare 5.1 weiß ich jetzt nicht, ob er da behoben ist. Das müsste ich mal ausprobieren. Habe ich hier auch noch irgendwo rumparken. Und halt wie gesagt, die letzte Version, die man sogar offiziell damals von Novell, beziehungsweise wie heißt jetzt die Firma, die Novell aufgekauft hat? Micro, vorher war es Attachment gewesen, jetzt Mikrofusion, keine Ahnung. Und da habe ich das noch vor 6 Jahren, konnte man sich das da runterziehen mit einer 5-User-Lizenz, frei, also du brauchst nichts zu bezahlen, wirklich frei. Konntest du dir runterziehen. Ob das heute noch geht, weiß ich nicht. Deswegen, da konnte man sich dann entweder ein DVD-ISO-Image runterziehen oder ein Image, was auf 2 DVDs ist. Einmal dann NetWare 6.5 und das Service Pack 8 oder 9. Ich glaube, 8 war es ja gewesen. So, und deswegen habe ich ein Novell 6.5 hier laufen. Ja, das sind jetzt so meine Sachen, die ich mit dem Teil hier vorhabe. Also jetzt hier entweder NetWare IP mit der 4.11er, weil ich möchte die 4.11er hier laufen lassen, weil die ist noch so schön schnell und ressourcenschonend. Und dann wie gesagt, hier wenn der hops geht, wenn die Platten hops geht, das ist ja der ohne Controller. Ach, ohne Controller hier, ohne Wake-Controller, so rum. Das ist ja nicht so schlimm. Da ist ja nicht so viel drauf. Die ganzen Daten, die kann ich dann wieder von einer externen Festplatte zurückkopieren, die ganzen Installationsdateien. So, das ist mein Plan jetzt hier mit NetWare IP. Oder 6.5. Oder 5.1. Muss ich mal gucken. Sache NetWare 4.11 hatte ich damals in meinen Höchstzeiten auf dem Pentium, war 100 oder 133 gewesen, ich weiß es nicht. Habe ich den da laufen gehabt, NetWare 4.11. Plattentechnisch waren wir da. Wo waren wir da gewesen? 4 GB, 2 GB, ich glaube 2 oder 4, ich weiß es nicht. Ich meine eher 4 GB. Ist auch schon, wie gesagt, ein bisschen her.
Da habe ich sogar ein Bild, wo der stand. Der stand nämlich da hinten in der Ecke, wo jetzt hier der GEMA-Rechner rumparkt. Und den musste man ihn neu starten. Der lief einfach durch der Rechner. Ich glaube, 2 Jahre lang lief der durch oder ein. Und dann musste ich den mal ausschalten, weil ich den woanders hingeräumt habe. Beziehungsweise, glaube ich, auch auf Speicher aufgerüstet habe. Ich weiß es nicht mehr. Okay, das war's. Wieder lange Rede, kurzer Sinn. 27 Minuten. Also der Rechner hier da muss ich jetzt gucken, wo ich den hinstelle. Da möchte ich auf jeden Fall, den möchte ich hier wieder als Datengrab laufen haben. Wie gesagt, mit Netzwerk. Weil ich komme mit dem Novell Client besser zurecht als mit dem Microsoft Client für DOS und das soll jetzt als Aussage genügen. Dann sage ich mal, danke fürs Zugucken und wie gesagt, ich bin Novelli. Kenne ich als eine Firma, ja. Und schon noch von früher, aus der Schule. Ja, danke fürs Zugucken. Schade, dass jetzt die Schlange nicht aufgetaucht ist. Ich weiß gar nicht, wann die auftaucht. Irgendwann, weiß nicht, nach 15 Minuten, 20 Minuten, ich habe da echt keinen Plan von. Weiß ich nicht mehr. Irgendwann ist er da. Irgendwann ist er wieder weg. Und das Schöne bei dem Server ist, du musst alles hier noch mit Load voransetzen. Nicht wie später bei Novell 5. Also wie beim C64, LOAD, hör mal. Weil wenn du jetzt Edit eingibst. Doch, doch, hey. Ja, Effit würde ich auch nicht kennen. Davon ab. Ne, das geht nur mit LOAD. Ja, deswegen down.